Ja, moin, der ist auch wieder. Langsam wieder mit Stimme. Ich werde wieder gesund. Gestern wieder schrecklich. Ihr habt das Video gesehen von mir mit dem Buick. Die erste Aufnahme, die ich gemacht habe, sitzt hier so. Dachte ich echt, was ist jetzt los? Kam in echt nicht so rüber, aber da war ich echt ganz schön stimmlos, kraftlos. Naja, egal. Also hier ist er wieder. Ich weiß, keine Ahnung, worauf ich jetzt schon dieser Filmerei hier gemacht habe, hier auf dem LKW. Aber das finde ich hier dann geilsten, weil hier auf dem, ja, wenn man Power hätte, den Berg hochzukommen, muss ich überhaupt hin. Da, ja, da geht ja. Gleich kommen wir hergehen. Ich muss kurz fassen. 10 Minuten bin ich an meiner Tankstelle. Naja, ich sitze wieder auf meinem LKW, ich labere euch wieder voll. Haben wir ja schon öfters gehabt, das Spiel kennt ihr ja schon. Warum mache ich das? Ja, momentan entwickelt sich alles so ein bisschen groß. Also größer, wie ich gedacht habe. Also ich habe den Kanal im Januar gestartet, also der Kanal ist schon steinalt. Ich habe schon mal Videos hochgeladen einmal. Aber halt jetzt nicht so wie jetzt. Jeden Tag mal eins und dann mal so eine Schrauberei und ne. Halt wirklich, was ich früher wirklich geil fand. Das mache ich momentan halt sehr viel Scheiß, der ziemlich geil ist. Deswegen lade ich auch relativ viel hoch. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut bei euch ankommt. Ohne Scheiß, hätte ich nie gedacht. Leben nicht. Ja, und jetzt haben wir gestern, da war ich ja unterwegs gewesen mit meiner Frau und mit Kind an der Hamburg da oder nach Bad Segeberg, den Buick holen, hat er halt dementsprechend gefangen. Hast du gesehen? Ja. So, stellen wir wieder hin. Ich habe ja keine Halterung hier, aber ihr seht mich. Das schneide ich auch nicht raus, dann bleibt so. Ja, war ich halt unterwegs mit meiner Frau, mit Kind und den Buick da abholen und mit Kevin da ein bisschen rumkaspern und so. Wer es nicht kennt, Video von gestern Abend. Und hab halt nicht auf mein Handy geguckt. Ich hatte ja eigentlich immer ein Smartphone dabei. Ich bin ja auch auf der Arbeit immer mobil. Wenn ich an der Tankstelle stehe und eine Langeweile habe, gucke ich auch mal Mama eine Kommentare. Deswegen beantworte ich die meisten eigentlich auch ziemlich oft. Aber wie gesagt, nicht immer. Seid mir nicht böse, wenn ich mal nicht antworte. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin wirklich den ganzen Tag immer auf Achse und immer am Gange. Ich probiere immer alles für euch irgendwie mitzunehmen. Meistens klappt es auch immer so, wie ich mir das vorstelle. Nur meistens. Zum Beispiel, wenn ich ein Video hochlade, es geht abends um 23 Uhr hoch, sag ich mal 22 Uhr, mal eben auf die Straße kommen, dann habe ich angefangen zu schneiden um 7:30 oder sowas. Bin ich halt das Schnellste bei sowas. Ich arbeite ja nur mit dem Windows Movie Maker, dem Superprogramm vor dem Herrn. Ich bin ja der absolute Profi. Und tüdel mir halt da so ein paar Dinger zusammen. Manchmal merkt man es auch ein bisschen an, an der Schnitte und so weiter, dass ich so ein bisschen hier in der Eile gewesen bin. Aber es funktioniert. Und es kommt hier bei euch irgendwie an. Ja, ja, 1000 Abos. Alter Schwede, das ist aber schnell gegangen. Also ich bin jetzt gerade hier auf dem LKW. Ich habe jetzt gerade 940 Abos oder was. Ich kann mir ungefähr denken, morgen oder heute kommen die. Deswegen drehe ich jetzt mal eben was hier und labere euch mal eben vor. Fuscherforum ist ja ein Plan, habe ich ja erzählt. Ich will ja ein Forum machen für uns Fuscher, maxbischof.de/forum oder was ich war nur auf Forum, maxbischof.de. Aber das ist bisher nur noch Planung. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich jetzt so schnell so viele Abonnenten kriege. Mal eben als Vergleich für euch. Das 600 Abonnenten-Special habe ich vor 4 Tagen gedreht. Vor vier Tagen. Da habe ich nie mit gerechnet, dass ich 4 weitere Tage schon das 1000 Abo-Special drehe. Da komme ich gar nicht hinterher mit der Arbeit. Aber macht euch, ist kein Vorwurf, ich finde das cool. Also ich finde das geil, ich finde geil, dass euch der Scheiß, den ich da drehe, für dich auch gefällt. Ist ja für mich ist ein Haufen Arbeit. Ich meine, ich schneide ja sehr viel in mein Privatleben ein. Meine Frau hat mittlerweile auch so ein bisschen Gefallen dran gefunden. Die guckt auch die Videos jetzt ein bisschen und sieht die Kommentare von euch, dass die eigentlich auch fast durchweg positiv sind. Ich habe ab und an mal so ein paar hier Trolle dazwischen, die würde ich so sagen, so was weiß ich was hier. Armes Kind, Fuscher, Arschloch, Standardkram halt. Ne? Kennt man halt nicht, also die Typen gibt es ja auch. Ne? Aber meistens eigentlich, ich sag mal, ich habe teilweise Videos, die haben, sag ich mal, 6000 Klicks und die haben kein einziges gefällt mir nicht. Also scheinbar kommen die ja gut bei euch an. Auch wenn ich ein bisschen anders arbeite für andere. Da müsste ich auch eher so ein bisschen als hier als Spaß sehen. Das ist ja eigentlich gar kein Tutorial oder so. Ich mache das einfach nur Spaß. Ich habe Spaß an der Scheiße, was ich mache mit den Autos und so. Und ich gehe davon aus, ihr habt da auch Spaß dran und deswegen filme ich das. Ich meine, jetzt kann sich ja nicht jeder so eine Halle kaufen mit 100.000 Autos. Das geht ja nicht, das ist logisch. Es gibt ja keine Autos mehr, keine Hallen mehr. Ein bisschen habe ich auch noch in der Kälte. Ich merke
merke gerade so ein bisschen, wie ich heiser werde. Aber immer wieder das, die billige Cola hier. Ach, 1,50 Mark an der Tankstelle. Mit Zucker. Aber die hilft mir so ein bisschen gegen. Das ist Schleimkacke. Eigentlich hilft die ja nicht, aber bildet man sich natürlich ein. Da war hier stehen. Scheiße, wir haben einen Faden verbunden. Überlegen wir mal, wo waren wir stehen? Ah ja, Fuscherforum. Ne? Kommt definitiv. Ich muss mir da mit Björni abschnacken. Björni ist mein hier. Kennt ihr aus den Videos? Mein Oberster. Was ist er? Der oberste Technikbeauftragte. Der hat schon einen groben Auftrag gekriegt, aber wir sind auch nicht so schnell. Weil ihr müsst ja bedenken, so ein Forum kostet ja auch ein bisschen Geld. Der Webspace kostet Geld. Die Lizenz, wir müssen diese World App vorhin nutzen, ja ganz gerne, die kostet auch 50 Euro. Ich habe jetzt gerade ein Buick gekauft. Ich bin eh ziemlich klein auf der Tasche. Ich bin ja auch noch LKW-Fahrer. Ich meine, das sieht für nach Geld aus, wenn ich da stehen habe. In Wirklichkeit ist das ungefähr so gelaufen, wie jetzt hier. Ich habe einen Mercedes billig angekauft, von Ole zum Beispiel, fertig gemacht. Und höre gerade jetzt an Kevin weiter, damit er was hat. Und dann kriege ich sein Auto dafür. Und so habe ich mal alles so ein bisschen über die Jahre halt, in Anführungsstrichen, erschlicht. Ja. Alles. Also ohne Scheiße. Ich habe für kein Auto viel Geld bezahlt. Ich bin kein reicher Mensch. Ich habe nur mal Glück gehabt. Und manchmal, wenn man da halt jeden Tag hinterhängt oder sowas, hat man da Glück. Ja, und ist halt funktioniert. Das funktioniert halt sehr gut. Bis heute. Ich mache auch so weiter. Viel Geld ausgeben will ich. Bin halt wie eine arme Sau und die werde ich auch mal bleiben. Ja, gut. Ab 1000 Abos wird es für euch für eine Veränderung geben. Ich glaube, die werdet ihr gar nicht merken. Es wird wieder Werbung geben. Ich habe früher auch Werbung gehabt in meinen Videos davor. Da habe ich so 2,50 Mark mit nebenbei verdient. Also habe ich gekriegt. Ich habe im Jahr vielleicht 20 Euro damit gemacht. Nichts Dramatisches. Aber es ist vielleicht ganz cool, um so ein paar Nebenkosten zu decken. Ich weiß ja nicht, wie das aktuell ist mit ein paar mehr Klicks, aber ich gehe nicht davon aus, dass es extrem wird. Und wenn man zu sehr nervt, sagt mir Bescheid, dann machen wir den ganzen Kack weg. Spenden und so will ich mir erstmal gar nicht von euch holen. Das ist alles Selbstläufer. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Autos dann gekauft, für mich als Spielzeug. Ich fuhr mir mal zusammen, ich habe meine Gurke da aufgebaut aus irgendwelchen Schrottteilen, weißt du, und so einen ganzen Kram und lasse euch daran teilhaben. Nachher nicht, um von euch Geld zu erschleichen. Ganz im Gegenteil. Hab ich ja nicht vor. Ganz. Nee, definitiv nicht. So ein Typ bin ich nicht. Reich werden will ich mit YouTube auch nicht. Berühmt werden will ich auch nicht. Und ich habe eigentlich gar keine bösen Ambitionen dahinter. Ich bin ganz froh, wenn ich mal so ein paar Videos machen kann, mal ein paar gute Kommentare kriege. Das ist für mich schon Lohn genug. Meine Frau findet es mittlerweile auch geil. Die hat auch nicht gedacht, dass es so gut läuft. Genauso wenig wie ich. Anna freut sich mittlerweile mit dem Thema auch an, die Frau Diplom-Ingenieurin. Die sagt mittlerweile auch, die will die Kamera halten und so weiter. Aber die ist ein bisschen jung, die kennt er noch nicht so richtig. Aber da kommt mit der Zeit, glaube ich. Ich glaube, da finden wir auch richtig interessant, da finden wir ein richtiges Familienprojekt. Da fehlt uns auch so ein bisschen eine Familie, weil wir haben also ein bisschen unsere verschiedenen Ziele. Und jetzt habe ich so eine Sache mit meiner Frau, damit meine Frau und ich jetzt gemeinsam an einer einzigen Sache arbeiten. Und das ist ja das Geile daran. Ist auch gut für unsere Ehe. Weil dann hat die nicht immer nur hier der blöde Wacker Dr. Warf in seiner Halle rum und macht irgendwelche Scheiße, sondern hat da so ein bisschen Feedback. Also mein Dank dafür an euch. Die YouTube-Geschichte hat mir viel Stress mehr verpasst, sag ich mal, aber auch viele Sachen, sag ich mal, in meinem Leben deutlich lockerer gemacht. Viele Sachen, sag ich mal, man ist ruhiger geworden. Ich finde das cooler. Vor allem bin ich auch ruhiger geworden von der Kamera. Ich muss mir die ersten Videos immer angucken. Nicht die ganz alten, da war ich relativ locker, aber so diese ersten, so wo ich mit der Handykamera noch eben so hier ein Centreparatur am Käfer zum Beispiel, bestes Beispiel. Da merkt man richtig, wie stocksteif ich vor der Kamera stehe und einfach gar nicht weiß, was Phase ist. Und einfach nur so, ja, hallo, ja, guten Tag. Ja, wir haben hier einen Käfer oder das erste Treppe gegen Käfer-Video. Ist auch ein gutes Beispiel. Mittlerweile kriegen wir das geil ein. Aber auch über. Wo macht den Meister? Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal so frei von der Kamera sprechen kann. Ich meine, ich spreche mit euch ja wie mit Kumpels. Ich habe auch verdammt viele Kumpels durch euch gewonnen, alter Schwede. Also ich habe ja wirklich hier, da habe ich jetzt 20 Facebook-Freunde mehr wie vorher. Und ich werde dauerhaft von Leuten angeschrieben, die mir sagen, hier guck mal, da ist ein Auto, das ist cool, kannst vielleicht da was machen. Ist gut für mich, ich habe meine Ideen, weil überlege mal, jeden Tag ein Video, muss jeden Tag eine neue Video-Idee haben. Jeden scheiß Tag, das ist ja immer so einfach. Aber das geht, das funktioniert. Und ich habe Spaß dran. Aber ihr merkt halt auch, diese Let's Plays haben nachgelassen. Wir machen auf jeden Fall nochmal Let's Plays, wenn wir im Urlaub haben oder was.
Aber dafür reicht die Zeit nicht. Definitiv nicht. Das ist zu eng. Ist schade, aber Jalopi machen wir auf jeden Fall. Müssen wir in die Türkei reisen. Wenn wir in der Türkei nicht sind, dann brauchen wir nicht wieder nicht mit dem Update-Spieler wieder anfangen. Also, da müssen wir auch noch hin. Kommt demnächst mal, aber halt, wie gesagt, gut Ding will Weile haben. Ule wartet auf sein Audi, auf seinen heilen Motor. Hier, der pinke Golf steht auch schon zu lange bei mir rum. Also Agneta, wenn du das siehst, weißt Bescheid, deine Karre kommt auch bald dran. Aber momentan ist halt so ein bisschen drunter und drüber, viel mit YouTube, meine eigenen Autos. Das Problem ist ja, ich gucke auch wieder auf die Uhr hier, wenn ich so gucke. Ja, auf die Uhr allgemein, gleich in der Tankstelle, aber ist ja egal. Ja, wie soll ich das sagen? Ich muss euch ja vorstellen, der hat nur 24 Stunden und ich drehe mir da halt der Beste daraus. Und das Highlight, die Highlights des Tages kriegt ihr damit. Und ich habe diese Kamera ja mal in der Tasche, die ist so groß, die kannst du immer mitschleppen. Scheißegal was. Gerade eben habe ich wieder ein Malheur gehabt. Hier vor der TÜV-Jacke ist der hier Dingsen abgerissen, der Haken abgerissen. Und wieder flicken die Scheiße. Naja, egal. Ich will dir was anderes noch sagen. Ich bin schon wieder hängen geblieben. Naja, kann ich ja mal im 800.000-Abo-Special machen. Nächste Woche. Ich bin ja echt gespannt, wie der Weg uns hinführt. Ohne Flachs. Also, ich hätte nicht gedacht, dass so viel von euch kommt. Sau geil. Ich meine, einfach mal früher mit Trabis gehabt, dann haben wir viele aus dem Osten gehabt, sehr viele Ossis. Ne? Also ich finde das ja saugeil. Ich rede da so gerne mit Ossis, weil die Ossis haben damals in der DDR in einer ganz anderen Welt gelebt wie ich. Und ich habe noch gar nicht gelebt in der DDR. Wenn jetzt einer ankommt, du scheiß Wessi bei mir hier, ich kenne die Wende gar nicht. Ich bin noch gar nicht geboren, ich bin 92er Baujahr. Oh, die Kamera rutscht. Oh. Warte, ich fahr langsam. Ja, die Kamera, die rutscht. Ja. Zieht sich. Hat funktioniert. Einfach nur langsamer fahren. Mit Gefahrgut hinten drauf können ja auch langsam fahren. Ja, wollen wir mal eben zusammenfassen. Ne? Ich fasse mal eben zusammen für euch. Also, ich bin gerade Bremen an der Fahr. Wenn einer was sagt, Bremen sagt er sicherlich was, an der Fahr vielleicht nicht, aber ja. Also ich fasse mal eben zusammen, weil ich sehe meine Tankstelle hat nämlich schon. Also, danke für eure Treue, ne? Danke für jedes Abo, für jedes scheiß Kommentar, für jedes gute, ja eher für die guten Kommentare, das ist natürlich noch geiler. Was noch? Ja, danke für jedes Paket, ich soll schon wieder ein Paket kriegen, habe ich jetzt gerade so vernommen. Also mal gucken, was kommt, bin ich ja gespannt. Das soll irgendwann mit Malzbier wurde da erwähnt. Und Malzbier gefällt mir ja schon mal ganz gut. Kennt ihr, Malzbier ist ein feines und da trinke ich ja gerne. Vor allem besser wie Cola, weil Cola kann Tochter nicht trinken. Ja, mal schauen. Echt, nur Flachs. Ich habe keine Ahnung, was hier raus wird. Ich gehe komplett unvoreingenommen da rein. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt durch euch und durch euer Feedback, dass es funktioniert mit YouTube. Und ich mache auf jeden Fall weiter. Definitiv. Meine Frau macht jetzt ja auch ein bisschen aktiver mit. Hanna ja auch. Die macht ja gezwungenermaßen mit. Wenn die Eltern das machen, muss sie ja hinterher rennen. Aber hat ja auch nichts gegen. Die ist ungefähr, da ist sie so in die Weg. Gut, also danke. Und Tankstelle ist da vorne. Ich kann schon die Muschel von Shell sehen. Saugeil. Kommen auch nochmal neue Fahrzeuge. Kommt wieder hin und her. Aber halt, wie gesagt, ich kaufe nicht für YouTube irgendwelche Autos. Aber ihr wisst ja auch, warum ich den 50-Euro-Polo weggegeben habe und den 86C geholt habe. Weil so ein Buick, der säuft ganz schön. Und ich hab keinen Bock, immer jeden Tag zur Arbeit zu fahren. Und wenn die Gurke mal ausfällt für den Arbeitsweg, dann kann ich wenigstens auf 86C zurückgreifen. Also ich habe auch an mich gedacht. Aber wird auch noch ein geiles Projekt. Ich habe ein paar Ideen, habe ich auf jeden Fall noch. So, ich zeige mal eben, weil ich euch nicht anflunke. Das hier ist eine Tankstelle. Und ich muss jetzt hier drauf chillen. Da. Moin! Nitro Gang Bremen. C180, 125 PS. Läuft. Nadia ist nicht hier? Ne. Das ist eigentlich Nadias Tankstelle. Aber das ist so gut, das ist nicht dramatisch. Ich würde mal sagen, ne? Ja, ich muss gleich abladen, wenn der Caddy da weg ist. Halt die Ohren steif. Danke. Bühlig gucken wir in die Augen und meine Augen glänzen. Danke. Finde ich gut. Und Thema erledigt. Naja, munter. Das Lustigste ist ja, ne, der Typ hier mit dem Caddy, der da steht, ne, der guckt mich gerade an, was ist das für ein Vollspart mit seiner Kamera, und der filmt sich gerade selber und winkt irgendwie. Der hat mich angeguckt wie so ein Fahrrad. Aber egal.